willkommen zum Hunde-Podcast von Novau. Ich bin Karin Immler und von mir gibt's für Sie Tipps und Tricks zum Alltag und zu der Erziehung Ihres Hundes. Der perfekte Rückruf. 5 Tipps, damit auch Ihr Welpe zuverlässig kommt. Je besser der Rückruf klappt, umso mehr Freiheit wird Ihr Hund genießen können und unbeschwerten Ausgängen steht nichts entgegen. Die Welpenzeit ist ideal, den perfekten Rückruf aufzubauen. In dieser Altersphase hat der Kleine ohnehin das Bedürfnis, den Anschluss an Sie nicht zu verlieren und wird gut auf Sie achten. Wenn Sie dann noch ein paar Kleinigkeiten berücksichtigen, steht dem perfekten Rückruf nichts mehr im Wege. Der Idealfall ist, dass Ihr Hund weiß, es ist immer eine gute Entscheidung, zu meinem Menschen zu kommen. Erstens, juhu, ich komme! Zu Ihnen zu laufen, das sollte immer der Jackpot für Ihren Welpen sein. Das bedeutet, es ist immer erfreulich. Die Reaktion, Ihre Reaktion, ist immer eine, die dem Welpen gefällt und ihm gut tut. Tadel, Zurechtweisung oder gar körperliche Maßregelung haben hier nichts verloren. Zweitens, Verhalten einfangen. Mit positiver Bestärkung zu arbeiten bedeutet, Verhaltensweisen, die Ihnen nützlich erscheinen, einzufangen. Und ist ohnehin eine der wichtigsten Strategien für die Erziehung Ihres Welpen. Achten Sie einmal darauf, wie oft Ihr Kleiner ohnehin in Ihre Richtung läuft. Nutzen Sie dieses Angebot und belohnen Sie das freiwillige Herankommen. Dabei kommt es zunächst nicht darauf an, dass der Welpe direkt vor Sie hinkommt. Markieren Sie mit dem Klicker, wenn der Welpe auf Sie zuläuft und er wird schnell näher kommen, weil er ja bereits weiß, dass dem Klicker eine Belohnung folgt, die er sich bei Ihnen abholt. Drittens, belohnen Sie abwechslungsreich. Futter ist natürlich eine gute Belohnung. Kleine Futterbröckchen kann man beinahe in jeder Lebenslage parat haben. Aber vielleicht steht Ihrem Zwergerl gerade der Sinn nach etwas anderem. Als Belohnung in Frage kommt auch ein Rennspiel. Vielleicht ein kleines Zerrspiel mit einem Baumwollzergel, aber auch die Erlaubnis, an eine wohlduftende Stelle zu gelangen, kann eine hochwertige Belohnung darstellen. Die Möglichkeit, ins Wasser zu springen, wenn Ihr Hund ein Seehund ist, die Freigabe, einem befreundeten Menschen oder Hund entgegenzulaufen, Belohnungsmöglichkeiten gibt es gerade so viele wie Hunde und Gelegenheiten. Viertens. Nehmen Sie nichts für selbstverständlich. Ihr Welpe folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Das heißt leider noch lange nicht, dass der Rückruf wirklich sitzt. Spätestens, wenn Ihr Kleiner in die Pubertät kommt, steht die Nagelprobe an. Ist der Rückruf bis dahin für Ihren Welpen nicht zu einer guten Gewohnheit geworden, kann er sich ganz schnell wieder verlieren. Denn mit der Pubertät werden auch Hundekinder langsam aber sicher selbstständiger und orientieren sich auch gerne mal an der Außenwelt, nicht mehr nur an Herrchen oder Frauchen. Fünftens, achten Sie auf Ihre Körpersprache. Hunde sind Körpersprachler. Selbst wenn Sie verinnerlicht haben, dass Sie Ihren Welpen in freundlichem Ton ansprechen, kann es passieren, dass Ihre Körpersprache ganz und gar nicht dazu passt. Vielleicht kommt der Welpe dann lieber gar nicht erst näher oder er kommt zwar in die Nähe, zu Ihnen heran mag er aber nicht. Lassen Sie sich filmen, dann sehen Sie schnell, ob auch Ihre Körpersprache einladend ist. Natürlich muss auch der Rückruf generalisiert werden, beziehungsweise dieser ganz besonders. Üben Sie in ganz einfachen Situationen, wenn überhaupt nichts dabei ist und Sie davon überzeugt sind, dass der Kleine prompt und richtig reagiert. Und erst nach und nach fügen Sie die Ablenkung dazu. Wichtig ist, dass der Welpe lernt, zu Ihnen zu kommen, ist immer
Eine gute Entscheidung. Das war der Hunde-Podcast von Noval. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann schauen Sie doch gerne unter www.noval.com. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, Ihre Karin Imler.